Gigantisch. Das Wort für die deutsche Band. Rammstein ist der im Moment erfolgreichste deutsche Kulturexport. Mit ihrem hier im Lande umstrittenen, aber souverän durchgehaltenen Spiel mit teutonischen Tabus sind sie international zum Inbegriff deutscher Rockmusik geworden. Mit der deutschen Presse sprechen sie eher selten. Dann sagen wir ein bisschen Ruhe. Wenn du einen Tag raus bist, ist es nicht gut. Es ist besser, du bist in Fahrt. Ja. Du benutzt Pops, ja, mit der Freundin und dann klingelt es an der Tür. Besser, du machst nicht auf, weil danach kann sein, dass du da nicht mehr so anknüpfen kannst. Flammenwerfer zu Brachialgitarren. Die Rammstein-Show ist genauer choreografiert als manche Oper. Eine solch perfekte Show ist nicht mehr underground, sondern ist ganz nah an die Mitte der Gesellschaft herangerückt. Ich glaube, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft ankommen, dann haben wir, glaube ich, irgendwas falsch gemacht als Rammstein. Ah, sind wir das jetzt? Als Mensch wäre ich gerne in der Mitte, aber als Rammstein, ich glaube ganz gut, dass wir auf eine gewisse Art und Weise polarisieren und nee, also denke ich nicht. Ja, ach du Schreck, eine Stufe vor hinten das. Ja, wenn es so sein soll, du hast recht, also na, als milderer Umstand ist vielleicht noch, dass Rock ja in Deutschland nicht in der Mitte der Gesellschaft steht, der steht ja an sich schon noch so am Rande, der spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Die Rockmusik, insofern, wenn man da jetzt praktisch der Headliner ist, ist man immer noch am Rand, glaube ich. Seht ihr mich? Rammstein und ihre Fürbitte zur Aufnahme in Deutschlands Mitte. Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe. Deutscher Gesang für die Ohren der Welt. Die selbsterklärten Außenseiter Rammstein liebäugeln beruflich dann durchaus mit deutschen Tugenden. Also ist auch total gut organisiert hier. Also man muss sagen, jetzt im Gegensatz zu anderen Festivals, die wir so ein bisschen kennen, ist es wirklich schon irgendwie sehr, sehr deutsch und gut organisiert. Rammstein, die gerne eindeutige Symbolik bis ins Groteske überhöhen, inszenieren den diesjährigen Abschluss von Rock am Ring als eine gigantische Ejakulation, die sich über die Festivalbesucher ergießt. Auch für einen Großkünstler kein alltägliches Erlebnis. Musiker sind meistens verklemmte Angeber oder Selbstdarsteller und was besser kann es für einen wie uns nicht geben. Jetzt aber schnell zurück in das andere Deutschland. Daheim. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Ich bin langsam auch fertig. Also ich bin auch froh, dass ich jetzt morgen nach Hause kann, endlich mal im Bett schlafen und endlich mal wieder bei mir zu Hause duschen. Dann sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und ja, werde bestimmt nochmal an das hier denken, das ist klar, das muss ich, aber weil es begleitet einen ja auch ein paar Tage.